Nirgendwo kommen Menschen so dicht an die wilde Artenvielfalt wie beim Gerätetauchen unter Wasser. Kein Käfig, keine Scheibe, dabei ganz schwerelos und nur die Geräusche des Meeres und die eigene Atmung im Ohr. Faszinierend für viele Sporttaucher, auch wenn der dazugehörige Verband so wenige Mitglieder zählt wie nie zuvor. Unverständlich für Naturfilmer Dirk Steffens, der im brandneuen Tauchturm auf der größten Wassersportmesse der Welt, der Boot in Düsseldorf, zeigt und erzählt, wie faszinierend dieses Naturerlebnis ist. Das erste, größte, unvergessliche Erlebnis war mein erster Alleintauchgang. Ich kann mich genau erinnern, das war auf Curaçao, also niederländische Antillen. Und als ich zum ersten Mal beim Tauchen dieses Gefühl hatte, als ich wirklich ein bisschen gelernt hatte, schwerelos zu sein. Und da gibt es ein Tauchrevier, ich glaube, das hieß Mushroom Forest. Also da waren die Korallen so, dass man das Gefühl hatte, man würde durch einen Wald schweben. Schwerelosigkeit und diese bunte Unterwasserwelt. Ich konnte nachher nächtelang nicht schlafen. Die Moderation der Tauchturmeröffnung übernimmt Steffens unter Wasser. Technisch unterstützt durch eine besondere Tauchmaske und ein besonderes Kommunikationssystem. Das ermöglicht, auch unter Wasser in guter Qualität zu moderieren. Fürs Fernsehen und die Bühne hier kabelgebunden oder für Taucher untereinander in nicht ganz so guter Qualität auch kabellos, wie hier gezeigt. Die Boot ist für mich vor allen Dingen der Ort, wo ich Freunde aus der ganzen Welt treffe. Denn man muss sich ja vorstellen, ich reise mein ganzes Leben lang um die Welt. Ob es Palau ist oder Australien oder Südafrika oder die Karibik, name it, wo auch immer. Und einmal im Jahr kommen all diese Menschen von ganzen Planeten an einem Ort zusammen. Und zwar auf der Boot in Düsseldorf. Besonderes Equipment auch bei der Bundesmarine, die auf der Boot den Nachwuchs sucht. Kampftaucher, Minentaucher oder Arbeitseinsätze mit Tauchhelm. Die Aufgaben sind vielfältig. Wer Tauchen zum Beruf machen möchte, wäre hier richtig. Allerdings, oft wird allein getaucht und in absoluter Dunkelheit und absoluter Stille. Wir haben keine Kommunikation. Wir haben maximal eine Leinenverbindung nach oben. Je nachdem, wenn wir nachher mit einer Sprengladung abtauchen, wird das natürlich gekappt, um halt möglichst wenig Leine unter Wasser zu haben. Und wir haben halt eine Ausrüstung, die amagnetisch ist, schweineteuer, und dafür sorgt, dass wir halt möglichst unauffällig uns an die Munition herantasten können. Verschmutzung durch Munition ist das eine, das andere ist Plastik und sonstiger Müll. Auch darum geht es hier in Düsseldorf. Ohne deutlich mehr Gewässerschutz ist Wassersport und natürlich auch Schnorcheln und Tauchen bald kein Genuss mehr. Noch aber sind diese schönen Bilder eigentlich für jedermann erlebbar. Einmal Schnuppertauchen auf der Boot wäre ein Anfang.